Mein Name ist Fabian Felix, ich bin stellvertretender Geschäftsführer bei der Felix Transport AG und Vertreter von der dritten Familiengeneration. Wir sind hier in Arlesheim an unserem operativen Hauptstandort, wo wir 130 Leute beschäftigen und über 70 Last- und Lieferwagen verfügen. Wir haben hier einen neuen Scania R500 gekauft. Der wird bei einem guten Kunden von uns im Festeinsatz stehen und dort gekühlte Lebensmittel fahren. Bis jetzt, wir haben zwei Scania bei uns im Einsatz, die haben wir aber beide eigentlich übernommen von Kunden, die wir dort Übernahme gemacht haben vom Fahrzeugpark. Darum haben wir noch keine eigenen neuen angeschafft. Das ist eigentlich eine Premiere für uns, wo wir uns wirklich sehr darauf freuen und vor allem auch mal auf den Vergleich mit den anderen bestehenden Marken, die bei uns im Fuhrpark sind. Wir erwarten, dass der Fahrer von einem hohen Fahrkomfort profitieren kann und auch von einer Top-Innenausstattung vom Fahrzeug, was Scania dafür bekannt ist. Das Fahrzeug wird um die 100'000 Kilometer im Jahr Leistung haben und wir erwarten uns, dass der Verbrauch sicher jetzt mal unter 24 Liter wird sein. Ist aber sicher auch immer abhängig davon, wie denn der Fahrer mit dem Fahrzeug wird fahren. Also allein das Fahrzeug macht es natürlich nicht. Er bekommt sicher auch eine Einführungsschulung von der Scania über, wo er natürlich auch mit dem Fahrzeug bekannt gemacht wird und wir ihm auch ein paar Tipps werden mit auf den Weg geben. Wir überwachen natürlich die ganzen Verbrüche, ist aber auch nicht ganz einfach, weil wir sind doch sehr in verschiedenen Bereichen tätig und es ist schwierig, die dann auch wirklich eins zu eins zu vergleichen. Aber wir werten das natürlich sicher aus, weil, wie gesagt, für uns ist es eben wirtschaftlich sehr ein wichtiger Faktor, wie viel Verbrauch wir auf einem Lastwagen haben. Das Fahrzeug wird heute hier vor Ort abgeliefert, wo auch unser Chauffeur mit dabei ist, der sich riesig auf das freut. Wir sind echt sehr gespannt auf seine ersten Feedbacks. Und was ich auch persönlich sehr darauf gespannt bin, ist, ob die Verbrüche wirklich so tief werden, wie das Scania ihren Kunden immer versprechen würde.